Immer mehr Dankbarkeitspunkte. Mal gucken, was sie uns dann irgendwann nachher später, vielleicht irgendwann, vielleicht aber auch nicht, was sie uns irgendwann mal bringen. Muss ich etwas an die Federbälle gewöhnen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das stimmt. Die fliegen echt komisch. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, noch cooler Boden, okay. Nehmen wir. Beeren nehmen wir. Ein großes Octoputopo. Aber es ist kein Elite, oder? Es ist kein Elite. Wir könnten versuchen. Doch, es ist ein Elite. Doch, es hat rote Augen. Es ist ein Elite, okay. Das heißt, wir besiegen es nicht. Hallo, du sollst abmounten. So, jetzt mal schnell. Aua. Nein, ich will nur die Sachen, die hier sind. Mehr will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Ich will hier nur ganz schnell die Sachen sammeln und dann bin ich auch schon wieder weg. Ich lasse dich ja in Ruhe. Lass du mich dann bitte auch in Ruhe. So. Was man hier, das hätte ich gerne. Okay, wir sind hier aber... Doch, wir sind hier sicher. Doch, doch, wir sind hier sicher. Okay. Wollen wir einmal versuchen, von hier aus so... Wie weit kommt man überhaupt insgesamt? Wie weit kann man maximal kommen mit den Bällen? Okay. Schon einiges, aber auch nicht unendlich. Schade eigentlich. Na gut. Na gut. Ah, jetzt. Ich glaube, ich habe gerade bei dem Pion Scorer echt immer drüber geworfen. Das war das Problem. Ich habe Angst vor dem Elite-Vieh. Geh einfach weg. So. Wir versuchen es einfach mal zu fangen. Ohne gegen es kämpfen zu müssen. Es wird hundertprozentig nicht klappen, aber wir können es ja einfach mal versuchen. Wir sollten auch eben am Rücken aber treffen. Dreh dich nur ein bisschen nach links. So ein bisschen... Nein! Das hat ja wunderbar funktioniert. Okay, tschüssi. Jupp, 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 jupp. Okay, okay, okay. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Das ist einfach... Das trifft einfach alles nicht, ne? Mit den scheiß Bällen hier. So... Warum? Das war doch 100 pro getroffen. Manchmal verstehe ich das nicht. Ich habe das Macholo doch gerade getroffen. Aber trotzdem ist es nur irgendwie abgeploppt. So, jetzt habe ich aber definitiv getroffen. Ja, ich weiß, kann auch sein, dass ich vielleicht nicht immer hundertprozentig treffe, aber... Oh, das Elite Maschok, das fangen wir aber auf Anhieb. Ohne gegen es kämpfen zu müssen, ihr werdet schon sehen. Easy. Oh, scheiße. Nein, das hat sich gerade wieder umgedreht. Oh, das war kein Überraschungsmoment. Wunder, wer hätte das gedacht, es ist rausgekommen. Hätte ja aber auch klappen können, ne? So, wir hauen mal einfach mal schnell ab. Wir sammeln hier noch ein paar Steinskis ein, weil wir so viele Bälle verworfen haben, dass das schon echt wehtut gerade. Sehr gut. Wir haben so viele Bälle verworfen, das tut schon echt weh gerade. Man muss immer ein bisschen tiefer zielen, als die Federbälle fliegen irgendwie, ne? Und wir haben nur noch einen Federball. Scheiße. Können wir noch mal ein paar herstellen? Neun, zehn. Ja, komm. So. Machen aber jetzt erstmal ein bisschen weiter in Richtung Story. Wir haben jetzt so gut wie alles. Also nicht so gut wie alles, aber wir haben...
jetzt schon ziemlich viel gesehen und da müssen wir... Scheiße! Und da müssen wir hoch, um dann mit der Story weitermachen zu können. Oh, wir müssen hier weg. Das haben wir schon gesehen, das Vieh. Das haben wir schon gesehen, das Vieh. Ja, okay. Okay, Philo, nervt nicht. So, wir müssen aber auch so langsam mal wieder dafür zusehen, dass wir viele Aprikoko sammeln. Oh, da ist ein Pokémon drin, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Philo, geh weg. So. Jetzt gehen wir mal langsam in Richtung nach oben, dass wir heute noch ein bisschen mit der Hauptstory weitermachen, bevor ich nachher weg muss. Aber da ist wieder so ein komisches Raum-Irgendwas-Gefüge. Aber Moment, wo wir jetzt gerade schon mal hier sind und da hochrennen wollen, lasst uns einmal zum Lager zurückgehen und unsere Pokémon heilen. Da müssen wir jetzt zwar nochmal laufen, aber ist nicht ganz so schlimm. So. Geht ja mit der Miet hier relativ flott. Wenn man sich jetzt nicht schon wieder ablenken lassen würde, um diese Schar-Dingsbumsen hier zu fangen. Ja. Und noch eins gefangen. Juhu. Die haben noch gar keins besiegt, ne? Lass uns doch mal schnell eins besiegen. Die laufen hier in Massen rum. In Massen laufen die hier rum. Die werden so schnell gefunden, genau. Dann wird einmal eben eins besiegt. Und dann machen wir aber wirklich weiter. Ach, scheiße. Ich wollte nicht den Superball dahin werfen, kacke. So. Komm her. Nein. Ich will nicht gegen das... Ich will gegen dich kämpfen. Ja, gegen dich. Ich hoffe, das Staravia lässt uns in Ruhe. Ah, achso, das ist unser Staraptor, lol. Okay. Ah. Sehr gut. Ging doch ganz schnell. Eins besiegt. Perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Man kommt aber auch einfach nicht dazu, direkt Sachen zu machen, die man sich vorgenommen hat. Oh, weil man halt immer so viel sieht und ach, da noch sammeln und das noch mitnehmen. Ach komm, besiegen wir jetzt das noch. Wo ist das Problem? Und dann machen wir aber wirklich weiter mit der Story. Immer das Gleiche. Aber irgendwie ist das auch ganz cool an solchen Spielen. Ist das auch ganz cool. So. So. Jetzt reiten wir aber mal ein bisschen höher und eine Verzerrung des Zeitgefüges ist irgendwas ist aufgetaucht. Ja, moin. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ja, wir werden sehen. Ich würde mir eher vorstellen, dass das gerade ein bisschen... Oh, Magnetilo. Oh. Oh. Was passiert hier? Ich will eigentlich nur das Magnetilo fangen. Scheiße. Wir haben uns, glaube ich, in große Schwierigkeiten gerade gebracht. Magnetilo, bleib bitte drin. Dann kann ich vor den anderen abhauen. Obwohl, das Evoli könnten wir auch mal fangen. Ja, perfekt, geil. So, das Evoli könnten wir fangen. Das wäre gar nicht so verkehrt, weil wir bis jetzt nur ein Level 2 Evoli haben. Und das müssten wir dann nicht von Grund auf neu trainieren. Und wir brauchen sowieso irgendwann mehrere Evolis. Ah, Flammenwurf. Trotzdem macht das so viel Schaden, das Vieh. Was das Scheiß. So, einsetzen auf Evoli. Und dann versuchen wir Skunkapu auch mal direkt zu fangen. Die Weiterentwicklung von Momo haben wir nämlich bis jetzt auch noch nicht. Oh, Giftschock. Alter Schwede, ey. Und vielleicht haben wir ja Glück.
Ja, bei Skunk Apu natürlich wieder nicht. Skunk Tank meine ich. Sollte man schwer. Es ist jetzt Giftstock ein, okay. Und armes Punita. Armes Punita. Wir könnten es versuchen, einmal ein bisschen. Ja, Lebensstelle sollte doch jetzt nicht direkt töten, oder? Obwohl es sehr effektiv ist. Hat die Attacke auch. Die Attacke hat verfehlt. Komm schon. Oh, was? Ach, ich bin dumm. Das ist nicht sehr effektiv. Ich bin ein Trottel. Ich habe falsch geguckt. Ich Vollidiot. Nee, das war sehr effektiv. Warum hat das so wenig Schaden gemacht? Oh man. Dieses Skunkapu tötet uns. Okay, jetzt sollte es aber klappen. Wir setzen noch einen Schwerball ein. Ich weiß nicht, ob das eine höhere Chance hat. Wir haben keine Schwerbälle. Wir haben noch Schwerbälle. Go! Jawohl! Perfekt. Super. Aber wir haben einfach mal zwei Pokémon verloren. Das ist echt bitter. Haben wir da ein Grünstück gefunden? Okay. Purpurstück. Was ist denn ein Grünstück? Eine grüne Scherbe eines antiken Werkzeugs, das vor langer Zeit angefertigt wurde. Okay. Boah, Kadabra und Skunkapu. Und wieder Skunkapu. Aber ich will halt jetzt nicht gegen beide kämpfen. Weil das zu gefährlich wird, dass wir unsere Pokémon verlieren. Das ist ganz cool, dass wir die gerade jetzt mitnehmen konnten, die Pokémon. Aber ich glaube. Oh, und Timus. Ah, ich muss es versuchen. Es sind halt echt geile Pokémon, ne? Wir versuchen zuerst Pantimos zu fangen. Ja, Hypnose. Hallo, Marvin. Ist das die Lisa? Hallo, Lisa. Na, bist du zu Hause? Wir machen einen Schwerball. Schwerball hat sich gegen Skunkapu gerade auch ganz gut erwiesen. Vielleicht haben wir da Glück. Ja, wir haben Pantimos gefangen. Geile Scheiße. Und wenn wir das Kadabra jetzt noch fangen würden, wäre auch mega nice. Wenn das klappt, wäre super cool. Ihr habt heute mir mal einen Wecker gestellt. 10 vor 3, alles stehen liegen gelassen. Hab Feierabend gemacht. Ja, so soll das ja auch sein. Wenn du Feierabend hast, hast du Feierabend. Ganz einfach. Ja, cool. Das bedeutet also dieses Raum-Zeit-Gefüge, dass immer überall besonders starke und auch teilweise besonders gefährliche, seltene Pokémon auftauchen können. Aber schon wieder die gleichen. Okay, jetzt hauen wir ab. Letzte Mal bis 16, 17 Uhr. Nö, ja. Das verstehe ich voll und ganz. Da oben haben wir noch eine Nebenquest. Und hier haben wir noch ein Stück. Wow. Alles immer mit der Ruhe. Was war das für ein Pokémon? Oh, ein Flamara. Wenn wir das Flamara noch fangen könnten. Das wäre auch ultra cool. Schwerball, bitte bleib drin. Flamara ist nice. Ja, cool. Und da ist noch ein... Oh Gott, und da ist noch ein Simsala. Können wir auch das Simsala so einfach fangen? Ja, moin. Dann bräuchte ich mir keine Gedanken mehr, um die Entwicklung zu machen. Sondern, ich hätte schon Simsala und bräuchte mein Kadabra... sich nicht mehr entwickeln lassen. Oh, diese Raumzeitgefüge-Dinger-Bummens sind echt richtig krass.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Fangquote sehr, sehr gering für das Simsala ist, oder? Komm schon, bleib drin. Nein, das war klar. Nein, bitte. Bitte, bitte, bitte. Aber es ist so geil, dass unser Atmurai den zwei Typen Unlicht jetzt hat. Es ist so, so gut. Das heißt, wir setzen einmal Aquavelle auf Simsala ein. Ah, das macht ja nix, ey. Das macht halt nix. Mach das. Evoli mit dem Sternschauer. Das ist okay. Ja, die Psychoklingen haben einfach keine Wirkung. Wir haben, unser Atmurai ist perfekt. Ist perfekt. Und einmal können wir noch. Einmal können wir noch. Atmurai ist so geil. Wasser-Unlicht-Typ ist einfach so mega nice. Hat so gerade eben geklappt. Und jetzt müsste es doch drin bleiben, oder? Jetzt nochmal ein Schwerball auf Simsala und dann hauen wir ab. Ja, geil, Simsala gefangen. Sehr, sehr cool. Obwohl, wir könnten das Evoli nochmal fangen, weil wir brauchen viele Evolis. Für die späteren Entwicklungen. Und sobald wir welche haben, ist das... Also wenn wir dann schon genug Evolis haben sollten, ist das natürlich super nice, als dann erst loslaufen zu müssen, um sich welche zu besorgen, ne? Ah gut, weil wir gerade schon mal dabei sind, dann fangen wir jetzt das Kadabra auch noch eben. Wenn wir schon mal dabei sind. Sehr, sehr schön. Nice. Magnetilo. Unsere Tasche ist voll. Unsere Tasche ist voll. Wir können einmal Folgendes machen. Die Himbeere nehmen. Und auf... Ey! Und auf Magnetilo werfen. Oh. So. Und wir werfen das einmal. Ich bin doch ausgewichen. Nein! Oh, oh, scheiße. Jetzt müssen wir hier weg. Okay, scheiße. Jetzt müssen wir hier weg. Weg, 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 weg. Oh, shit. Beim nächsten Treffer sind wir tot. Weg, 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 weg. Oi, 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 oi. Das war ganz schön knapp. Hey. Hallo, Caleb. Oh, du bist nicht das Expeditionsmitglied, das die Königin des Bergkammers besänftigt hat? Bitte hör mir zu. Einige Griffel haben mir meine Ware gestohlen. Die machen sich einen Spaß daraus, mich durch die Gegend zu hetzen und ich bekomme sie einfach nicht geschnappt. Du scheinst doch ein Händchen für Pokémon zu haben. Bitte hilf mir, meine Ware wieder zu bekommen. Ja, machen wir. Verfolge die Griffel, okay. Das machen wir jetzt nochmal eben. Und dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Sind die Griffel hier drin? Wir sollten einmal die Mission wenigstens auswählen. Damit wir wissen, wo lang. Oder? Boah, das ist ein Rizeross. What the fuck ist mit diesen Rissen los? Krasser Scheiß. Und jetzt hauen sie wieder ab. Boah, da ist ein Rizeross. Ich würde einmal versuchen, das Rizeross... Ich glaube, ich will versuchen, das Rizeross zu fangen. Boah, es ist so Kadabra, Kadabra. Ah, es ist schon wieder weg, oder? Ja, schade. Eieiei, einfach so ein wildes Rizeross. Ist halt schon auch ultra cool irgendwie.
Ah, jetzt der Riss ist vorbei. Okay, und normalerweise laufen hier rum Paras, Damirplex und Pikachus und keine Rizeross und Simsala und what the fuck. Tasche ist voll. Kacke. Kacke. Können wir das jetzt auch nicht mitnehmen? Doch, können wir. Okay. Griffel, jetzt bleibt stehen und gib uns die Ware wieder. Ja, jetzt wollen die auch noch kämpfen, oder was? Ja, natürlich. Aber klar. Okay, dann versuchen wir die... Nee, wir töten die diesmal. Diesmal töten wir die. Weil wir brauchen auch, ne, Zähler in besiegte Griffel. Ah, wir schaffen es nicht mit einmal. Schade. Oh shit, das ist nicht gut. Admurai muss überleben. Admurai wird nicht überleben. Ah, schade. Dann gehen wir... Oh, wir haben schon wieder so viele tote Pokémon. Gehen wir auf Staraptor. Aber jetzt würde ich mich nicht nochmal zum Basis zurück teleportieren, um unsere Pokémon zu heilen. Ich würde vermutlich Beleber gleich einsetzen, wenn es notwendig ist. So, und jetzt bekommen wir die Ware. Jetzt müsste sie da einfach so rumliegen. Ah ne, Caleb kommt zu uns. Du hast die Griffel wirklich eingeholt. Ja, war jetzt nicht so schwer. Die haben ja immer gewartet. Ein Glück, meine Waren sind unversehrt. Guck mal, der Philo möchte auch der Lisa Hallo sagen. Hallo Lisa. Hier ist wieder der Philo aus dem Fernsehen. Hallo. Lisa, hallo. Wie bedanke ich mich am besten bei dir? Gri, du bist ja auf einmal so zurückhaltend. Bereust du etwa, was du getan hast? Na gut, ist in Ordnung. Vergeben und vergessen. Schau mich bitte nur nicht so traurig an. Juhu, da freut es sich. Aber mach sowas bloß nie wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt fangen sie schon wieder damit an. Jetzt haben sie schon... Griffel? Sie haben mir meine Sananabären gestohlen. Die wollte ich doch nachher noch essen. Genau aus diesem Grund darf man Pokémon nie aus den Augen lassen. Oh Mann, ey. Knallkugel und EP Bonbon M. Nicht genug Platz. Ja, wurde in die Lagerkiste geschickt. Okay. Obwohl, Sinn würde es schon machen, ne? Nochmal zum Basislager zu gehen, um auch Platz für die Tasche zu schaffen, ne? Und es ist halt noch so weit hin bis zu dem Ort, wo wir hin sollen. Ja, wir machen das einmal. Aber ich schwöre, wir reiten sofort durch, ohne uns groß ablenken zu lassen. Ich schwöre. Aber wir brauchen einfach Platz. Wir haben einfach zu wenig Platz in den Taschen. So. Und das hier auch alles ins Lager, bitte. Da haben wir schon 2 Sternstücke. Das ist nice. Die erzielen einen hohen Preis, steht da, wenn man sie verkauft. Da freue ich mich drauf. Unsere Tasche mal wieder vergrößern zu können, wäre schon formidable. Okay, ich glaube, so weit, so gut. Ja, ich glaube, so weit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch nochmal ein paar Superbälle herstellen. Haben wir schon wieder 53, das ist super. Federbälle haben wir noch 19, das passt erstmal. Okay, passt alles. Dann einmal kurz ausruhen. Und jetzt in Richtung Hauptquest wieder.
Ich mach das jetzt wirklich, ohne uns groß ablenken zu lassen. Ich reite bis dahin auf jeden Fall jetzt erstmal komplett durch. Ansonsten wird das ja nie was. Dann kommen wir nämlich da oben an der gleichen Stelle wieder an. Dann ist unsere Tasche wieder voll. Dann sehe ich wieder da... Obwohl, Moment. Nur noch das hier einmal. So. Ja, außer die Sachen zum Looten. Komm, die kann man ja trotzdem mitnehmen. Oh, was fliegt denn da oben? Ein Staraptor. Hallo, Papinella. Steine und so nehmen wir trotzdem mit, weil die braucht man halt unbedingt. So, jetzt sind wir auch gleich schon wieder an dem Ort, ne? Passt doch. Da oben haben wir noch Steinchen. Genau, hier war die Stelle. Genau hier war die Stelle. Dann geht es jetzt hier weiter. So, was ist denn da? Ach, da sind schon wieder Bohnen, okay. Hoffen wir mal, dass wir das fangen. Die, ja, auf die Schmetterlinge, da habe ich eigentlich wenig Lust. Es hat uns auch schon wieder fast komplett entdeckt, ne? Es ist unfassbar, wirklich. Drehst du dich einmal um? Nein, wir sollten aber auch am besten... Nein! Nein, was mache ich denn? Ja, so können wir aber beeinflussen, dass die sich mal umdrehen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wir versuchen es einfach trotzdem. Vielleicht klappt das ja auch so. Nein, okay. Nicht so schlimm. Dann versuchen wir es aber auch erst gar nicht weiter. So. Charmian, Charmian, Charmian. Papinella. Oh, das ist aber schon schön irgendwie. Hier so. Oh, das war knapp. Hier so lang zu reiten und dann doch überall die Pokémon einfach so rumfliegen zu sehen. Das ist schon halt echt cool irgendwie, ne? So. Oh, und da ist die Weiterentwicklung von Charmian. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Aber es ist auch in Eliteform da. Also sollten wir... uns erstmal nicht mit anlegen. Das könnte sonst böse enden für uns. Ach, Papinella, jetzt tu doch nicht so oft böse. Komm schon.